Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Get Even. Und 22. Juni, wir haben eine Nachricht bekommen. Ich musste gerade nochmal von dem Powerraum hier runterlaufen und dann war nochmal die Szene mit den Geistern, beziehungsweise mit der Vision. Und ich hatte noch, wie war es nochmal? Ah ja, hier, so war das. Ich hatte noch den Scan an. Nee, das hatte ich an. Doch, den Scan hatte ich an. Nee, die Thermovision. Und da war es so, dass die Geister nicht, oder dass das Mädchen, was da saß auf den Stühlen, nicht hier drauf zu sehen war. Schade, dass ich da noch nicht aufgenommen habe. Aber ja, so. Okay. This is me. Yeah? What's going on? Hello? Anyone there? Das sind wir. Hey! Sind wir das? Herauszoomen. Bildschirmtext. Z. Warum war er dort? So, die Vögel draußen sind schon wieder so laut irgendwie. Okay, das ist das, was wir gefunden haben, was wir gezoomt, also was wir gezoomt, was wir gescannt haben. Die Drohne. Warum sind die Vögel so laut? Mitten am Tag. Ich glaube, ich mache gleich mal das Fenster zu. Genau, die Pillen. Zigaretten. Und ja, das sind die Bilder von unserer. Okay. Ich würde es gerne. So. Cole Black. Nach seinem Austritt aus dem Militär vor 7 Jahren verlor sich Black im Alkohol und in den gelegentlichen Drogenexzessen. Zur Finanzierung dieses Lebensstils nahm er kleinere Aufträge im Sicherheitsdienst an und begann dort, sich so etwas wie einen Ruf aufzubauen. Schnell wurde bekannt, dass er Kämpfe nicht aus dem Weg ging, was schließlich zu einer Karriere als Auftragskiller führte. Nach und nach schwor Black dem Alkohol ab, um sich dem Kick seiner neuen Arbeit hinzugeben. Seine Arbeit bringt viel Geld ein, aber Black scheint mit der Gage nur die Wichtigkeit des Auftrags und den Willen seines Auftraggebers zu testen. Psychologischen Gutachten zufolge ist Black ein wandelnder Widerspruch. Das Töten flößt ihm unerträgliche Schuldgefühle ein, aber gleichzeitig ist es das Einzige, was seinem Leben Sinn verleiht. Familie und Freunde unbekannt. Aha. Moment mal kurz. Ach ja. Ja, die Tabletten. Okay. Damit wir hier auch nochmal die deutschen Texte haben. Aber das hat ja schon unser Handy gesagt, was da steht. Einschusslöcher erkannt, genau. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass man so raus und rein zoomt. Beziehungsweise, dass man mit Z den. Text einblendet. So, die DNA-Probe ist unbrauchbar. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Einen Moment. So. Also ich habe nichts gegen Vogelgesang. Nur um das mal klarzustellen. Aber.
Ach, da ist eine Tür. Während der Aufnahme stürzt es halt echt. Aber es ist schon sehr schön. Shit. Also, es hört sich so an, als ob wir selbst... Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. That's it. Good. That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me... Red. You gas me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Ich benutze das einfach als Taschenlampe. Wir haben ja keine Taschenlampe, ne? Nee. Was machen die mit uns? Und ist dieses Geräusch, was wir hören, das ist, als ob man im Krankenhaus an dieser, oh Gott, ich, am CTG hängt? Ich kenne diese, also ich kenne mich mit diesen Begriffen nicht aus. Wait. A gun. My gun. Consider it security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? Also ich denke mal, dass dieses Ding auf unserem Kopf so ein bisschen wie... Also... wie Assassin's Creed. Dass wir in Erinnerung sind. Analysis complete. Memory unit RR003. Codename Pandora Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Und das, genau, wir unsere Erinnerungen wiedererleben, aber schon anders. Also, dass wir die nicht zusammensetzen können. Und es gefällt mir so gut. Es gefällt mir so gut. Es ist sehr, sehr geil gemacht. Vitus Anstalt. Spirehouse Lane, Blackwell. In Brooms Grove, B60 10QD. Erstens, Identifikationsdaten. Insassen Nummer 6 bis 17. Name John Keating. Adresse 112 High Street, Brooms Grove. Geburtsdatum 9.11.1956, Alter 40. Geburtsort Worcester. No, Worcester. No, Worcester.
Rochester. Geschlecht männlich, Herkunft kaukasisch oder kaukasisch. Haarfarbe rot, Augenfarbe grün, Größe 1,88, Gewicht 78 Kilo. Besonderer Behandlungscode nicht festgelegt. Besondere Bemerkung zur Behandlung nichts. Tag der Aufnahme 10.10.1996. Das ist ja schon 2015 spielt das jetzt hier, ne? Das ist ja schon lange hier, oder? Ja. Ah, wissen wir gar nicht. Allgemeine Bemerkung. Der Patient ist ein ehemaliger Lehrer der englischen Literatur an der Summerfield High School. Nach einem Autounfall traten erste Symptome des Cleaver-Bucky-Syndroms auf. Oder UC. Fallinformationen. Vor 2 Wochen wurde der Patient bei einem Autounfall verletzt. Als er zu Bewusstsein kam, zeigte er merkwürdige Symptome auf. Er hatte seine Familie und Freunde nicht wiedererkannt, war ungewöhnlich ruhig, fast apathisch und hat ständig versucht, sich verschiedene Gegenstände in den Mund zu stecken. Zum Beispiel sein Notizbuch, leere Papierbecher, Hyperoralität. Nach der Diagnose wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und die Behandlung mit Carbamazepin wurde eingeleitet. Okay. Ich hätte gerne eine normale Taschenlampe oder so. Match found. Walt Kaufmann. 28. Armed Forces. Unit classified. Armed Forces? What's he doing here? Okay, jetzt. Und hier liegt Blut, also. Okay. Litos Anstalt, mhm. Insass Nummer 2 bis 23, Walt Kaufmann. Kaufmann, 11.12.1969, 28, auch in Rochester. Kaukasisch, braun, blau. Mhm. Keine konstante Überwachung nötig. Tag der Aufnahme 16.11.1997. Allgemeine Bemerkungen. Der Patient leidet unter Angststörung und womöglich einer depressiven Erkrankung. Nach außen hin verhält er sich bei Entscheidung von Dritten ruhig. Bei Aufforderung zu eigenen Entscheidungen tritt jedoch Aufregung auf. Von Natur aus eher zurückhaltend und passiv. Wird aber ängstlich und streitlustig, wenn für längere Zeit allein gelassen. Fallinformationen: Patient wurde eingewiesen, nachdem er schreiend und weinend in einem lokalen Supermarkt aufgefunden wurde. Dem Polizeibericht zufolge hat der Patient Folgendes vor sich hingeflüstert: Sie sind bereits hier und wissen, was ich getan habe. Gott stehe mir bei. Nach einer kurzen Untersuchung wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und ruhig gestellt. Ein kurz darauf folgendes psychiatrisches Gespräch ergab, dass der Patient stark verankerte Gedanken über morbide Themen wie Tod und Mord hat. Der Patient ist gesprächig, reagiert allerdings kaum auf gestellte Fragen. Gruselig. Liegen wir auch so irgendwo? Patient 7 bis 46, Alkoholhalluzinose, Verehrer des Marionettenspielers. Okay. Patient 2 bis 13, schwere Depression. Patient 5 bis 18, bipolare Störung. Die sehen alle sehr nett aus. Liegt denn nur einer hier? Leonard Shelby, 31. Vermisste Person. Registry number 0210. Case reported September 2000. September 2000. Wait. That was. When was that? Wurde der entführt? Was ist das hier? Was ist für eine Einrichtung? Leonard Shelby, Adresse unbekannt. Geburtsdatum unbekannt. Alter 30 bis 35. Geburtsort unbekannt. Männlich. Kaukasisch. Braun. Haselnussbraun.
Besonderer Behandlungscode noch nicht erstellt. Besondere Bemerkung zur Behandlung. Konstante Überwachung nötig. Morbide Gedanken und Neigung zum Selbstmord. Patient weist daher ein hohes Selbstgefährdungspotenzial auf. Tag der Aufnahme 12.06.1997. Der ist 2007 verschwunden. Der Patient leidet unter dissoziativer Amnesie. Er zeigt ein falsches Verständnis seines Ichs, seiner persönlichen Vergangenheit und Weltsicht. Der Patient behauptet, kürzlich ein Trauma erlitten zu haben, kann sich aber nicht an Details erinnern. Wenn er die Möglichkeit erhält, streift der Patient häufig ohne erkennbares Ziel durch die Anstalt. Auf die Frage nach seinem Ziel antwortet der Patient mit hier und lässt sich am selben Ort nieder, wo er angehalten wurde. Fallinformationen. Patient erschien selbstständig auf der Polizeistation von Wüthal in unberechenbarem Zustand. Bei der Befragung fragte der Patient ausschließlich nach Catherine, seiner Frau. Bei späterer Befragung zeigt der Patient keine Erinnerung an besagte Catherine. Ein späterer Selbstmordversuch in der Polizeiverwahrung führte zur Verlegung in unsere Einrichtung. Oh, Entschuldigung. Kann ich dir helfen? Hey! Hey, friend! Over here! You got out? How did you get out? You can't leave me here! Just hang on! What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Patient number 39. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Warte mal kurz. Mach das mal kurz aus. Ich guck mal, ob der hier irgendwo ist. Das ist nicht 5 bis 18, sondern 5, 18. Ich würde gerne mehr über den wissen. Und genau hier ist keine Patientenakte. Just open the door! Get me out before he pushes me back in! Wir machen es einfach. Okay, es geht gar nicht. Na gut. Wir könnten noch einfach weitergehen. Just open the door. Get me out before he pushes me back ja, in. Ja, wir packen, wir machen dich, wir holen dich raus. Oh, thank you. You won't regret this. You won't regret this at all. Vergiss nicht, deine Handlungen haben Konsequenzen. So, ich habe ihn jetzt befreit. Ich hoffe. Er wird jetzt niemanden umbringen oder so. Ich finde es so spannend. Ich weiß nicht, das Spiel packt mich unfassbar. Also, ich bin so froh. Worshire Wochenkurier, 21.10.2010, Seite 1. Herz der Dunkelheit, die Schreckensanstalt. Von Richard Bachmann und Brian Evanson. Die Litherst-Anstalt wurde 1962 erbaut, um bis zu 500 Insassen zu beherbergen. Zu Spitzenzeiten Mitte der 80er waren es über 2000. 15 Jahre später musste die Einrichtung geschlossen werden, nachdem es wiederholt zu Beschuldigungen von Ex-Patienten und eine Reihe von Zeitungsartikeln über schockierende und unorthodoxe Behandlungsmethoden des Leiters der Institution Dr. William Benway gegeben hatte. Benway verfolgt den radikalen Ansatz, dass psychische Erkrankungen auf Infektionen des Körpers zurückgehen und der beste Weg, einen Patienten zu heilen, folglich die Entfernung selbiger Infektionen ist. Berichten zufolge zog er Patienten Zähne und fuhr, wenn ihm die Behandlung nicht erfolgreich erschien, mit der Entfernung weiterer Körperteile wie Hoden, Uterus, Eierstöcke und Magen fort. Er behauptete damit, eine Heilungsrate von 90% zu erreichen. In Wirklichkeit starben viele der Patienten, was Benway als ultimative Heilung bezeichnete.
Benoit seine Methoden gab der Leathurst-Anstalt schließlich ihren Spitznamen die Klinik der verlorenen Zähne. Eigentlich müsste er selber in der Anstalt sein, wahrscheinlich. Es ist hier so still, oder? Also es ist... Wir kommen dem Piepsen immer näher. Ach so, was ich mal gucken wollte, mal kurz. Komm hier rein. Nee. Wir haben den rausgelassen. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Ich hab's mir schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe sowas anderes erwartet und ich bin gerade einfach so geflasht, wie cool dieses Spiel einfach ist. Bis jetzt. Okay, ich kann nichts machen. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Nee, ich möchte die aber nicht ignorieren. Wenn ich hier reingehe, geht die Tür bestimmt zu. Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Das war aber nicht der, den wir befreit haben. Ich möchte das lesen, ganz kurz. Benoit gab dem Patienten LSD mit der Anweisung, ihr inneres Selbst zu erforschen. Er gab zu, dass seine vorherige Theorie über die körperliche Infektion möglicherweise unvollkommen war. Die Ergebnisse der Therapie von Dr. Elliot Baker überzeugten ihn aber davon, dass LSD der Schlüssel zur Heilung aller psychischen Erkrankungen sein könnte. Es ist entscheidend, dass der Patient nackt ist, hohe LSD-Dosen einnimmt und mindestens 2 Wochen in Einzelverwahrung verbringt, sagt Benoit. Erwartungsgemäß verschlimmert sich der Zustand der Patienten nach einer solchen Behandlung noch weiter. Zu den extremen Fällen gehören der Fall des schizophrenen Patienten Richard Pinkman, der seine Augen entfernte und aß, und der Selbstmord von Ronald Opus durch Autostrangulation. Ich habe nie einen Fehler begangen, sagte Dr. Benway in Bezug auf die Anschuldigung seiner Patienten. 1999 schlossen sich die Türen der Anstalt für immer. Viele Anwohner und ehemalige Patienten hoffen auf einen Abriss. Doch bisher steht das Gebäude leer. 2003 diente es als Drehort für den Low-Budget-Horrorfilm The Final Session. Schön. Oh, hab ich dich erschrocken. Okay, also entweder, ich glaube, wir sind jetzt gestorben. Ich glaube, wir müssen den leider um die Ecke bringen. Ich wollte eigentlich so, ich weiß nicht genau, was das alles für Konsequenzen hat. Ich würde halt gerne... I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Ist das der, den wir befreit haben? 3-9, Simon Charnel, ja, ich glaube schon. London, männlich, kaukassisch. Allgemeine Behandlung ist noch nicht festgelegt. Mhm. Patient arbeitet als Hausierer. Nach einem psychischen Zusammenbruch wurde er ein selbsternannter Kultführer. Ach, schön. Gut, 34. Sehe ich jetzt kein Problem, dass wir ihn befreit haben. Wir haben jetzt einen umgebracht, aber es kam auch nicht. Mal kurz, ich leuchte mal kurz hier rein. Tür, durch die wir nicht kommen. Okay, ich traue mich nämlich nicht hier reinzugehen. Ich glaube, die Tür geht nämlich zu.
nicht. Okay, das haben wir schon gelesen. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo er rausgekommen ist. Es tut mir sehr leid, aber warum machst du das denn? War doch klar. So, ich glaube, das war's mit der zweiten Folge. Nicht ich glaube, sondern das war's mit der zweiten Folge. So, ich muss bestimmt da sein. Ja, es bleibt spannend. Also ich finde, es ist wirklich gut. Und es ist immer so eine angespannte Stimmung. Auch wenn jetzt nicht arg viel passiert ist, muss ich sagen. Also es war sehr ruhig, oder? Bis auf jetzt das letzte Stück. Aber und wir wissen, wir sind Teil eines Experiments. Spannend. Nun gut. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge Get Even. Und ja, bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Tschüss.